Servus Leute, wir müssen nur noch diesen Monat überstehen, dann ist dieses furchtbare Jahr 2020 endlich überstanden. Also, nochmal Ärmel hochkrempeln, tief durchatmen. Jetzt ist ja dann eh bald Weihnachten, das Fest der Liebe und Freude. Yes, schön Glühweinduft inhalieren. Ein bisschen mit dem Last Christmas Song im Radio eingrooven. In diesen Zeiten ein Song, der aktueller ist denn je. Und dann lasst uns noch in der Weihnachtsbäckerei frische Plätzchen fabrizieren, die so hart sind, dass sie höchstens als Türstopper fungieren können. Na, spürt ihr schon den Zauber der Weihnachtszeit? Oder seid ihr Muggles? Wie sieht's aus mit der Weihnachtsstimmung? Yeah! Weihnachten! Woo! Nee, ich spür's auch nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin null in Stimmung. Also da war ich neulich aufgeregter, als beim Netto ein Toaster im Sonderangebot war. Klar, vieles ist momentan virusbedingt anders. Es gibt zum Beispiel keine Weihnachtsmärkte, wobei das gar nicht mal so schlimm ist. Die Finger kann ich mir statt am Essensstand nun auch bequem im Klassenzimmer abfrieren lassen. Und wer völlig überteuerte und überzuckerte Heißgetränke kaufen will, kann doch einfach zu Starbucks gehen und eine persönliche Widmung gibt's gratis dazu. Und klar, es fehlt der Geruch von gebrannten Mandeln, die Lichter, die Obertupfinger Blaskapelle. Aber dafür hat man in der Stadt endlich wieder Platz, über den neuen Pfarrplatz zu schlendern. Ja, damals, als wir noch keine Helden waren, war der Weg über den Weihnachtsmarkt wirklich zu meiden. Da ist man freiwillig noch durch die Minen von Moria geschlendert, weil am Weihnachtsmarkt ständig die Love Parade 2.0 stattfand und du dich mit Bratwürsten vor dir wie ein Lichtschwert haltend, die einen Weg durch das Pinguin-Gruppenkuschel bahnen musstest. Ach, die guten alten Zeiten, wo man noch durch Menschenmassen erstickt ist. Aber stopp, wir brauchen Stimmung, positive Energie. Ich habe es dann weiter versucht, mich in Weihnachtsstimmung zu versetzen, Glühwein aufgebraut und Apfelzimtplätzchen gebacken, sowie die komplette Wand mit Mandarinenschalen voll tapeziert, sodass es immer schön nach einem Wichtelpuff roch. Aber auch beim Plätzchenbacken verflog mehr und mehr die Freude. Ich habe als Grobmotoriker einfach keine Hände dafür. Sterntaler sahen bei mir eher aus wie Meteoritenkrater und die Vanillekipfel sahen am Ende so aus wie Thomas Gottschalks Anwesen Malibu. Naja, aber das sind so diese typischen Phasen beim Plätzchenbacken. Zuerst hat man mega Spaß, knetet an dem Teig herum, als würde man einen Film für das Sport 1 Nachtprogramm drehen. Und dann merkt man, dass es ganz schön viel Teig ist und dass dieser Teig irgendwie auch nicht weniger wird. Es ist Teig über Teig und dann kannst du diesen ganzen Teig schon gar nicht mehr sehen. Sende es ein Stoßgebet, geh ein Rezeptbuch, bitte, das soll aufhören und am Ende hast du einfach alles und jeden. Dazwischen dann noch die Unterphasen. Damn, ich brauche mehr Mehl und Butter. Verdammt, ich habe die Mandeln vergessen. Wo ist das Backpapier? Verdammt, wo ist das Backpapier? Fluchend, weil man keinen Platz mehr zum Auskühlen findet und am Ende mehr Streusel auf den Boden hat als Michael Wendler Hirnzellen. Und Hefewürfel im Kühlregal zu finden, schafft man zudem auch nur mit jahrelangen Wimmelbild-Skills. Und wenn dann so Freunde, ich möchte keine Namen nennen, aber fühlt euch schön Krampus gerutet, dann nicht mal über einen Mixer verfügen, um an diese ganze undefinierbare Masse mit purer Muskelkraft aus dem Handgelenk zur festen Materie umwandeln muss, sodass sich selbst 20 Runden Armdrücken mit Wladimir Klitschko weniger schlimm anfühlen, genau dann findest du dich schon beim Frustessen von den Vorratsbeständen von Plätzchen vor, die du eigentlich schon gar nicht mehr sehen kannst. Und wir haben erst den 7. Dezember, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Bei meinem Adventskalender habe ich schon alle Türchen aufgemacht, um mich an den Vorgaben des Stoßlüften zu halten. Alter, wer immer diese Gags hier schreibt, gehört gehörig gefeuert. Aber zumindest habe ich zum Glück keinen Amorelie-Adventskalender. Ständig diese Angst, dass einem Morgen wieder abgeklemmt oder irgendwo reingeschoben werden könnte, möchte ich nicht haben. Mein Beziehungsstatus, ich muss kein Geschenk für Weihnachten kaufen, ist wohl der einzige Trostpunkt momentan. Und dazu kommt der Winter. Ich hasse den Winter. Ein Sommer um 17 Uhr umarmte einen immer. Der sagte, so Feierabend, was machen wir jetzt? Bisschen baden, Eis essen, in den Park, grillen, worauf hast du Lust? Der Winter fesselt dich dagegen mehr als Shades of Grey, denn um Punkt 17 Uhr es ist so dunkel, dass man selbst in einer Game of Thrones Folge die lange Nacht mehr auf dem Bildschirm erkennen konnte und da versprühst du nur noch die Energie eines Tagesschausprechers. Dunkel. Ich lege mich hin. Aber hey, es gibt einen Lichtblick, es schneit, vielleicht haben wir zum ersten Mal weiße Weihnachten und das ganz ohne Koks von Opa Erwin. Wobei, selbst auf das Weihnachtsfest habe ich überhaupt keine Lust. Während sich viele an Weihnachten früh immer dachten, boah, ich habe überhaupt keine Lust auf die Verwandtschaft, wollen die Leute 2020 dann am liebsten mit allen 5000 Verwandten, deren Freunde und Nachbarn feiern. Das Problem, das Virus ist an Weihnachten nicht plötzlich weg oder nimmt sich Urlaub und ich habe da ein ganz mieses Gefühl, dieses Jahr mit Oma und Opa Weihnachten zu feiern. Gerade wird vielfach debattiert, mit wie vielen Personen zusammen gefeiert werden darf.
Auch wenn ich kein Statistiker bin, macht mir die danach zu erwartende Infektionszahl Angst. Und wer sich darüber aufregt, dass Weihnachten dieses Jahr nicht richtig gefeiert werden kann, erinnert sich nur an das erste Weihnachten. Das war ziemlich simpel und Betten waren damals auch keine mehr frei. Trotzdem wünsche ich euch natürlich eine wunderbare, schöne Vorweihnachtszeit und ein schönes Weihnachtsfest und bleibt vor allem gesund. Euer ungeschminkter Blackscreen. Kommen wir zur Community-Ecke! Unholy hat im letzten Video kommentiert, Meinungsblock-Trend 2020 durchgespielt. Gehe vor die Kamera. Richtig nice geworden. Danke an Holy. Bei dem wohl unspektakulärsten Face-Reveal in der Geschichte von YouTube und zum 4241. Abonnenten-Spezial hat es mir aber auch echt mega Spaß bereitet, vor die Linse zu treten. Gut, meine Face-Game ist jetzt nicht die beste, aber da spare ich gerade auch auf was Besseres. Mit der Mitgliedschaft könnt ihr mich übrigens prima unterstützen, nur so als kleiner Hinweis. Ria Eagle schreibt, Verbesserungsvorschläge habe ich nicht wirklich, aber du könntest deine Stimme noch ein wenig kräftiger machen, sonst habe ich nichts. Danke dir für den Hinweis. Ich lege zurzeit ständig meine Semmeln mit Schleifpapier, um meine Stimme hier noch kräftiger zu machen. Aber ich brauche hier so langsam einfach auch ein besseres Mikro. Ich meine, dieses Mikro hier, das ihr hier sehen könnt, ist ziemlich klein. Da hilft dann auch noch nicht mal der Amorelli Adventskalender. Bumsy schreibt, das war ein verdammt unerwartetes Face-Reveal. Das Design könnte man noch etwas updaten. Auch danke dir für diesen Verbesserungsvorschlag. Ja, ich hätte natürlich einen Clickbait-Titel aller Ich zeige mich machen können, aber auf Clickbait verzichte ich lieber. Ich finde, auf den Inhalt des Videos kommt es an. Und am Design arbeite ich gerade viel mit Photoshop-Wissen rum. Und das Ergebnis ist zum Beispiel dieses Thumbnail hier. Könnt ihr mir ja auch mal schreiben, wie ihr das vom Design her findet. Ich bin persönlich Fan von diesem bisschen minimalistischen Ansatz. Was sagt ihr dazu? Auch danke an all die anderen, die wunderbare Kommentare und Feedback gegeben haben. Zum Beispiel auch RapTech, der geschrieben hat, hat mir tatsächlich gerade die Frage gestellt, wie du wohl aussiehst. Und zack, hast du die Cam eingeblendet. Aber keine Ahnung, was du mit den Händen beschweren wolltest. Ja, das mit den Händen, ich fuchtel da ziemlich viel herum vor der Kamera, ich weiß. Aber das ist so eine alte Beschwörung, die Macht des Abonnieren-Buttons zu aktivieren, ja? Also abonniert, abonniert. Es hat aber beim letzten Mal nicht so geklappt, vielleicht diesmal. Ich bedanke mich jedenfalls für diese ganze Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn ich euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Deswegen, broadcast yourself, broadcast together, euer ungeschminkter Blackscreen.